Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Im letzten Video habe ich ja eure Fragen beantwortet und euch um neue Fragen gebeten. Und dann kam mir noch prompt die Bitte auf, dass ich doch mal ein Video zum Pädagogikstudium machen soll. Und da ich auf Lehramt studiere, ist natürlich auch Pädagogik ein Teil meines Studiums. Und deswegen möchte ich euch heute ja so ein bisschen meine Erfahrungen über mein Pädagogikstudium teilen und ja, ein bisschen auf den Inhalt eingehen, auf den Aufbau und eben auf alles, was so dazugehört. Die Inhalte des Pädagogikstudiums lassen sich gar nicht so leicht abstecken, da es zumindest an meiner Uni so ist, dass man teilweise sehr viel Auswahl in den Themenbereichen des Studiums hat. Und deswegen sitze ich hier auch vor meinem PC, um euch möglichst viele Informationen geben zu können und dass ich hoffentlich nicht zu viel davon vergesse. Bei mir war das mit dem Pädagogikstudium so, dass es erstmal parallel zu meinen anderen beiden Studienfächern lief. Das heißt, ich habe Mathematik, Deutsch und Pädagogik erstmal ja, dreispurig belegen müssen. Aber später ist es dann mehr und mehr ineinander gegangen, denn dann ging es irgendwann in die Fachdidaktik hinein. Und da hat sich dann die Pädagogik eben mit Mathematik und Deutsch so ein bisschen verflochten. Fangen wir aber erstmal im ersten Semester an und da stand für mich BELA auf dem Programm. BELA steht für das Bildungswissenschaftliche Eingangsmodul im Profil Lehramt. Und das bestand aus einer Vorlesung und einem Seminar. In der Vorlesung ging es noch sehr theoretisch zu, denn da hat man erstmal ganz viele Grundlagen gelernt und alle möglichen bildungswissenschaftlichen Themen von oben mal abgegrast, ganz grob, aber man ist noch auf kein Thema speziell eingegangen. Im Seminar dagegen ist man praxisnah rangegangen und man hat solche Fragen geklärt wie, was sind KMK-Bildungsstandards, will man eigentlich wirklich Lehrer werden und was für Aufgaben kommen auf einen Lehrer zu. Und man hat auch verschiedene Gespräche mit angehenden Lehrern geführt, die aus ihren Erfahrungen erzählt haben. Und wir haben am Ende auch Hospitationsaufträge durchgeführt, denn im Praktikum muss man nicht nur selbst unterrichten, sondern auch ganz viel beobachten. Im zweiten Semester stand dann das Modul Lehren und Lernen 1 an, wo man eine Auswahl aus verschiedenen pädagogischen Themen hatte und sich dann eins aussuchen konnte, auf das man sich spezialisieren wollte. Und ich lese mal die Themen vor, die dort angeboten werden. Da gibt es zum einen das Thema Unterrichtsqualität, dann Pädagogik der Vielfalt, dann Schulentwicklung, Lehren und Lernen als Didaktik und Fachdidaktik, transaktionale Medienpädagogik und selbstreguliertes Lernen. Und man konnte sich dann eben eins dieser Themen aussuchen. Ich hatte damals noch das Thema Lernarrangements wählen können. Und ich kann dir mal kurz erzählen, was da so für Themen vorgekommen sind. In meinem Seminar konnte man zum Beispiel das Thema des Schulsystems in der Bundesrepublik Deutschland behandeln, aber auch verschiedene Bildungstheorien oder was ist ein lernförderliches Klima, aber auch verschiedene Unterrichtsmethoden zum Beispiel. Und auch innerhalb des Seminars hatten wir noch die Möglichkeit, aus einem Riesenpool an Themen die Themen zu wählen, auf die wir wirklich Lust hatten und die wir für interessant hielten, und die Themen streichen, die wir für nicht so relevant hielten. Und in meinen Augen ist das ein riesengroßer Vorteil für das Pädagogikstudium, denn man kann wirklich die Themen belegen bzw. sich auf die Themen spezialisieren, die man für wichtig hält für seinen späteren Beruf. Im dritten Semester hatten wir dann das erste Vorbereitungsseminar auf unser allererstes Praktikum und dort haben wir als allererstes wieder Bildungstheorien durchgekaut, was nicht ganz so spannend war. Aber danach wurde es praktischer und wir haben gezielt auf unser Praktikum hingearbeitet. Und wir haben dort dann gelernt, was didaktische Modelle sind und wie man diese in seiner Unterrichtsgestaltung eben verwenden kann. Wir haben auch gelernt, dass man den Unterricht in verschiedene Phasen aufteilen kann bzw. sogar sollte, um dann seinen Unterricht eben speziell auf diese verschiedenen Phasen hinzuplanen und auch seine Überlegungen für den Unterricht dann didaktisch zu belegen und ja, das haben wir eben dort alles gelernt und das war auf jeden Fall hilfreich, um die ersten Unterrichtsstunden dann im Praktikum durchführen zu können. Im vierten und fünften Semester ging es dann los, dass sich die Studienfächer so ein bisschen überschnitten haben, denn da ging es dann in Richtung Fachdidaktik los und da kann ich natürlich nicht so viel zum Inhalt sagen, da es von Studiengang zu Studiengang anders aussieht, aber grundsätzlich ist es dann so vorgegangen, dass man seinen Unterricht aus didaktischer Perspektive erstmal kennenlernt und dann später auch lernt, eigenen Unterricht nach fachdidaktischen Prinzipien zu gestalten. Denn im fünften Semester stand dann das zweite Praktikum an, wo es dann auch wirklich auf fachlicher Ebene
didaktisch wertvoll ja, in den Unterricht gehen sollte. Das war es dann schon mit der Pädagogik im Bachelor, aber im Master sah es nicht so viel anders aus, denn auch dort ging es dann los mit dem Modul Lehren und Lernen 2 und auch da hatten wir dann wieder die Auswahl aus verschiedenen Themen, dieses Mal aus den Themen Grundbegriffe und Grundfragen der Pädagogik, sexuelle Bildung und pädagogische Professionsethik, Schule im Bildungswesen, Medien der Bildung, Leistung und Motivation, nationale und internationale Schulleistungsvergleiche und soziales Lernen und pädagogische Prävention. Ich habe mich dann für das Thema Leistung und Motivation entschieden und auch dort wurde dann wieder eine Vorlesung und ein Seminar angeboten. Die Vorlesung war wieder sehr theoretisch und man hat dann sehr viele Theorien über Diagnostik und über die Motivation eines Schülers, aber auch eines Lehrers kennengelernt. Aber im Seminar sind wir dann wieder etwas praxisnah rangegangen und wir haben dann verschiedene Tests mal selbst beurteilt. Wir haben verschiedene Schulsituationen oder Schülersituationen dargestellt und versucht zu diagnostizieren. Dann gab es auch viele Präsentationen zu verschiedenen Themen, wo ich dann zum Beispiel zum Thema Psychologie des Willens eine Präsentation gehalten habe. Dann ging es dann eben darum, was ist ein motivationaler Akt oder ein volitionaler Akt? Also wann handelt man aus sich selbst heraus oder wann handelt man, weil man handeln muss? Im Master gibt es dann noch ein Modul, das sich mit der pädagogischen Psychologie auseinandersetzt. Bei uns heißt das Psychologie des Lehrens und Lernens. Und auch dort gibt es wieder eine Vorlesung und ein Seminar. Die Vorlesung habe ich noch nicht besucht, das kommt jetzt im kommenden Semester. Aber das Seminar habe ich jetzt schon besucht und das Seminar hieß bei mir Training sozial-emotionaler Kompetenzen. Und ich war sehr positiv davon überrascht. Ich hatte nicht zu viele Erwartungen an das Seminar, aber es hat mich wirklich umgehauen. Denn man lernt solche Sachen wie mit seinen eigenen Emotionen umgehen, seine eigenen Emotionen erstmal benennen können und auch später dann fremde Emotionen diagnostizieren. Und das ist natürlich super hilfreich für den Schulalltag. Aber dann auch solche Themen behandelt wie was für Lehrertypen gibt es, was für ein Lehrertyp möchte man später sein. Und ich fand das alles super spannend und vor allem diese Emotionen, soziale Emotionen-Sache ist super interessant gewesen und kann man auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen. Also nicht nur auf den Schulbereich, sondern auch im Freundeskreis, in der Familie, was auch immer. Also dieses Seminar hat mir richtig gut gefallen. Natürlich läuft im Master auch der fachdidaktische Zweig weiter. Aber jetzt wird er nicht mehr von der Pädagogik aufgegriffen, sondern von den Fächern selbst. Deren erste Prämisse liegt jetzt darin, auch wieder auf das letzte Praktikum vorzubereiten, wo dann man wirklich schon pro Studienfach eine Unterrichtseinheit vorbereiten soll und auch halten soll. Und später geht man dann die verschiedensten fachlichen Themen durch und bereitet sie didaktisch auf. Und auch da hat man wieder eine sehr große Auswahl an Themen. Also man darf sich wirklich nicht über diese Freiheit an Themen beschweren, denn es liegt in der eigenen Hand, was man besucht. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in das Pädagogikstudium eines Lehrämtlers hat euch weitergebracht. Und falls noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt sie doch in die Kommentare rein und ich beantworte sie liebend gern. Auf der folgenden Endcard seht ihr noch zwei Videos, die es sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!